Aloha, Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft Town. Heute spiele ich mit dem Sachsen007 Aloha. und dem Soldat Chili. Hallo. Hallo. MC Power. MC MC Power Power, LP. genau. So sieht's aus. So, ich habe in der gerade eben kurz ein bisschen was hier geklärt, so offscreen-mäßig, was natürlich ein bisschen heikle Geschichte, aber gut. Ich habe nämlich meine Sachen kurz wiederbekommen vom letzten Ausflug hier vom Sachsen und Ja, Ironia ist gerade nicht dabei. Wir wollten ja gerade noch eine Folge aufnehmen, aber. genau, der musste nochmal schnell weg und Genau. ja, dann habe ich kurz in der Zwischenzeit einmal kurz hier so ein bisschen was an meinem Stromkreis geändert. Und zwar habe ich hier und nochmal oben eine Badbox dazwischen gesetzt, um auf der Hoffnung, hallo, Hier. auf der Hoffnung zu sein, dass ich hier jetzt ein bisschen flüssigen Diesen Strom. Transformer hier könnte man noch wegmachen. Bitte? Den Transformer hier kann man noch wegmachen. Ja, lass den erstmal da stehen. Solange der da nicht stört, kann er da Ah, vielleicht da okay. erstmal stehen bleiben. Es kann halt bloß So. sein, dass er einen kleinen Energieverlust hat, aber muss nicht sein, weiß ich jetzt nicht so genau. Okay, ja, müssen wir gucken. Brauchst du mich hier noch oder kann ich wieder weggehen? Nee, ich bin zufrieden, danke dir. Okay. Dann bin ich Der Meister der Spezialisten, der hier mit seinem Ja, Mass Fabricator und so hier. der hat mir nämlich gerade geholfen, damit ich das hier irgendwie mal in den Griff kriege, weil ich bin so ein bisschen doof dazu, das geht nicht sonst. Naja, wenn man es ein paar Mal macht, dann kann Und man da das kommt noch. schon wieder die Lohn hier. Ja, klar. So. Ah! Hier nicht gerade irgendwie noch so ein Ja. komisches Zeug. Und ich wollte jetzt anfangen, mein Haus zu bauen, glaube ich. Oha, Das okay. hast du in der letzten Folge ja gesagt. Das kann gut sein. So, Ja. ich weiß auf Ja, jeden Fall okay. jetzt, wie ich die Force Ingots Teile baue, und zwar nicht so. Achso, Boah, da ey, wollte ich ja. hier Aha. kann man nicht in Ruhe bauen, wenn die so Lohn nerven. So, 41. Mein Plan ist jetzt nochmal einen LV-Transformer, ja, ein Low-Voltage-Solar-Array zu bauen, damit ich halt nochmal ein bisschen mehr Energie kriege. Und dafür brauche ich einfach mal 8 normale Solarpanels und ein LV-Transformer. Und das werde ich jetzt meinen Angriff nehmen. Das hat er mir nämlich letztens gegeben. Ich hab dir gerade schon Danke. mal angeboten, meine Solarpanels zu nehmen. Oh, hast du welche? Ja, auf dem Dach, die brauche ich jetzt so, glaube ich, nicht mehr durch meinen Atomreaktor. Ist hier irgendwo Echt? ein Dschungel in der Nähe? Ja. Musst du mal Richtung Spawn über den Berg und dann immer weiter geradeaus. Okay, dann versuche ich den mal zu finden. Darf ich die eventuell haben? Ja. Das wäre geil. Muss ich, hast du eine Ranch, damit ich die abbauen kann? Ja, oben in mein Zauberbereich, da müsste noch mal ein Elektro-Wrench noch sein. Warte, ich gehe mal kurz gucken. Merkst Wie baut man du? eigentlich am besten, ja, wie baut man eigentlich am besten Lohnspawner? Weiß ich nicht. Habe ich bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig nie gemacht. Naja, Lohn-Spawner sind nur ein bisschen schwierig. Weil die haben nicht so einen Dungeon, die spawnen immer noch ein bisschen drumrum und. Naja. So. Gehe ich mal hier. Ich glaube, für Lohn oder so braucht man 10x10 Raum. Oder Darf 11. ich die alle abbauen hier oder was? Ja, darfst du alle abbauen. Ja, du hast ja sogar schon Low Voltage, dann kann ich mir den ja Ja. einfach nehmen nur. Stefan. Oh ne, jetzt halt. Nein. Ja, kannst du machen. Dann nehme ich mir nur einen von den Low Voltage. So schnell macht man sich das. Aber ich habe volles Inventar hier. Aber da musst du die Crafterei nicht so haben. Ja, ich mache mir trotzdem noch mal irgendwann eine zweite vielleicht, aber so habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Strom dann. Die Ranch behalte ich dann auch, ne? Ne, die Ranch packst du mal bitte wieder zurück. Ach, scheiße. Entschuldigung. So, nee, So, die ist auf jeden Fall wieder da. jetzt bin ich im Dschungel und hab meine Axt Axt vergessen. vergessen. Ja, Ich glaube, das kommt ist mir die doch erste Folge bekannt eigentlich vor. so, dass wir mit dir aufnehmen, ne? Kann sein. Mit Nee. Sachsen habe ich schon mal aufgenommen. Ja, genau. Aber bei mir war es noch nie. Nee, da wahrscheinlich. War nämlich noch zu ganz am Anfang noch so. Ja. Ja. Sehr cool auf jeden Fall, sehr cool. Mein Chatpack ist leer. Ach nee. So. Erstmal Ja, muss ich. wie findest du das denn hier so auf dem Server? Ich? Ja. Also ich finde das schön.
Da kannst du mal hier ein bisschen mal Stealth-Web abgeben jetzt hier. Also, ich finde das schön, weil man kann hier mit, also man ist nicht so allein in so einer einsamen Welt, sondern kann so andere Leute beobachten, was die Schönes bauen und hat halt so Leute, mit denen man was machen kann. Ansonsten, so Projekten war ich bis jetzt höchstens immer zu zweit oder zu dritt und das wird dann halt irgendwann langweilig. Ja. Aber hier hat man halt immer eine gute Abwechslung. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich ganz geil. Da gebe ich doch vollkommen recht. Das ist auch so, und das war ja auch mein Ziel im Endeffekt, als ich das alles geplant habe, so gesagt habe, hier, wir müssen mal irgendwie was zusammen machen, dass man auch wirklich, sag ich mal, so eine Gruppe von YouTubern im Endeffekt auch findet. Und das war mega schwer, muss ich auch dazu sagen, weil halt nicht jeder, nicht unmittelbar die Interesse, die war schon irgendwie, aber dass halt dieses auch, dass man das halt irgendwie auch vernünftig, sag ich mal, aufbaut. Und jetzt bin ich eigentlich mega froh, dass ich auf jeden Fall so viele coole Leute gefunden habe mit euch jetzt. Und dass man dann halt auch... Ja, das war wie beim Megaprojekt hier so. Ja, dass man auch halt, falls das Projekt dann irgendwann mal doch zu Ende ist, dass man auf jeden Fall schon mal ein paar Leute hat, auf, mit denen man dann vielleicht halt ein neues Projekt halt aufziehen kann, ne? Ja, genau. Das kenne ich, das hatte ich auch schon mal versucht, so ein größeres Projekt, aber dann wollte halt keiner so sich um Server kümmern und... Da haben sich auch keine Leute gefunden. Das war dann halt auch ein bisschen blöd. Deswegen wollte ich hier halt auch mitmachen, weil das wollte ich sowieso schon immer machen. Ja. So, das ist ein Unleashed-Pack zocken oder wie? Ja, nicht unbedingt das Unleashed-Pack, aber so Technik-Pack oder auch nur ganz normal Vanilla. Halt einfach nur mit mehreren Leuten. Zusammen. Du zockst ja noch Together Tech-Hätchen noch so, ne? Ja. Das ist zum Beispiel auch so ein Problem mit dem Server. Da haben wir dann einen Kumpel. Der hat halt einen Server, aber der ist immer selten da und das ist immer so ein Problem. Ja. Ja gut. So, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Low-Dingsbums da oben hingestellt. Das ist schon mal ganz cool. Jetzt kann ich mal langsam anfangen, hier so ein bisschen was einzuschmelzen hier. Wie gesagt, du darfst, falls dir noch was brennen muss oder so, kannst du ja meine Maschine dann ja auch nutzen. Ja, ach, eine Chainsaw ist ja gar nicht so teuer. Erstmal glaube ich, habe ich genug. Also hier sind die Rezepte eigentlich relativ einfach. Oha, da klingelt ein Handy. Dring, dring. Ja, mein Handy war gerade zu nah am Mikro gewesen. Nee. Weil wir hatten ja vorher das Megaprojekt für kleinere Leute gehabt. Da haben sich auch ja ein paar Leute ja beschwert und so. Ja, das war nicht cool. Das war ja Ultimate gewesen. Ich weiß nicht, kennst du doch bestimmt Ultimate, oder? Ja, kenn ich. So, und da was zu craften und da was herzustellen, das dauert ewig. Das war richtig heftig. Das war, wie gesagt, richtig heftig. Ich glaube, mit einer Folge kriegt das wahrscheinlich nicht hier fertig. Ja, und auch allgemein so, das ist schon nicht so einfach alles. Warum? So. Jetzt habe ich auch eine Chainsaw, so. Ich glaube, ich baue mir noch einen Extractor jetzt eben. Ach, brauchst du Kaktus oder so? Mal so gefragt. Ich? Ja. Kaktus. Mal gucken, vielleicht habe ich ja welche. Ja. Ich hab fast zwei Kisten voll, also von daher. Wenn du welche brauchst, dann kannst du dir welche holen. Also, ich habe zwar keine Kakteen, aber ich brauche eigentlich auch gerade keine. Aber wenn du vorsichtshalber. Ja, okay. Mann. Finde ich mal welche. Falls du welche brauchst. Aber nur falls, also man weiß ja nie, ne? Also nur wenn du welche brauchst, dann möchte dir der Stefan einen ganz coolen Deal so anbieten. Ich da geschenkt, du bist uns dann fertig. Okay, dann merke ich mir das mal. Das merke ich mir jetzt. Ja, kann er ja auch. Da kann ich klauen, das ist gut. Ja, hier kannst du. Wolltest du eigentlich auch gerne oder so oder eher nicht so? Okay, der ist auch so ein Crap. Muss man so nachfragen. Trollen oder nicht so trollen? Ja, solange ich selbst doch keine guten Sachen habe, ist Trollen jetzt eher nicht so eine gute Idee. Also zum Beispiel Radio verstecken oder so. Ja, okay, das kann man schon mal machen. Aber so eine Nuke jetzt hier in der Stadt zünden ist jetzt eher nicht so meins. Ja, wir sind ja nicht hier der Dinger-Style und so. Ja, obwohl ich manchmal schon. So Atomkraftwerk und Nuke bauen kann man schon mal machen. Aber man sollte halt damit vorsichtig sein. Oh ja. Da hab ich doch
So, dann fäll ich mal so ein Riesen. Ah, ich bin hier gerade irgendwie voll nicht so produktiv, habe ich das Gefühl. Obwohl ich hier immer hin und her klicke und so, aber irgendwie weiß ich auch nicht so, was hier los ist. Muss mir nochmal irgendwie, Dingsbäume besorgen für, na, hier, Rubber Tree und so. Rubber Tree? Ja. Muss man noch so eine Rubber Tree Farm machen. Ich hab noch 3 Rubber-Setzlinge noch. Ich glaube, ich habe auch noch welche. Ich habe auch noch Bäume bei mir stehen, glaube ich. Ich gar nicht mehr. Ich habe die letztens alle abgebaut gehabt. Du hattest ja deine Rubber-Bäume ja irgendwie abgepflanzt. Warum baust du nicht einfach ein Tweetbed? Ja, ich, das, keine Ahnung, ist mir so umständlich eigentlich. Weil ich habe ja UU-Matter und aus den Stämmen und Stick-Resin, was da auch so ploppt. Hm. War ich nicht ja, ich brauche so. Da auf jeden Fall noch was. Bin ich eigentlich ein bisschen faul zum Craften. So ein fauler Typ. Stimmt, du wolltest ja auch, glaube ich, Logistik wahrscheinlich noch machen. Logistik ja, Logistik-Pipes wollte ich auf jeden Fall noch machen. Weil das mit diesen ganzen 1000 Kisten, das hasse ich. Und da ich ja schon weiß, wie man so ein Lagerungssystem baut. Hm. Das ist natürlich richtig geil, wenn das jemand war, wenn du das machen würdest. Ja, ich habe das auf jeden Fall schon, glaube ich, auch im Tacket Let's Play gemacht. Ja, habe ich sogar. Okay. Oh, es regnet, kann das sein? Ich glaube, das habe ich sogar mal, als es noch Megaprojekt gab, da dachte ich, da gibt es Logistik-Pipes. Gab es aber irgendwie nicht und da hatte ich dann sogar mit denen irgendwie so ein Gespräch gehabt, wie man das baut, aber es hat dann doch nicht so funktioniert. Ja. So. Voll umständlich, was ich denn eigentlich so mache, aber naja. So, jetzt ist meine Chain so leer. In der Baum jetzt habe ich einen Next. Ich bin einfach. Bin so dumm! Ich wollte Macerator machen. Anstatt dessen mache ich einen Extractor. Ja, Macerator kann man auch. Ja, ich habe 2 Stück, danke. Ja, ein dritter schadet auch nicht. Echt? Nee, jetzt habe ich ja 2. Ach man, ich bin so durch. Durch bist du schon immer, das wissen wir ja schon lange. Ja, ich bin eigentlich auch durch. Ich hatte heute wieder meinen ersten Schultag. Oh. Na und? Ja. Erst irgendwann nach um 3 Schluss und zeitig aufstehen. Voll schlimm. Macerator. Das hast du ja gesagt, du wolltest ja ein bisschen was im Voraus produzieren. Ja. Kam so ein bisschen was dazwischen. Ist mir gestern Abend noch eingefallen, dass vielleicht so ein bisschen Hausaufgaben und sowas nicht schlecht wären. Das ist immer gut. So. Ach man, mir fehlt hier einfach gerade alles. Nachdem ich gestorben bin, habe ich einfach nicht mehr das nötige Zeug im Inventar. So. Jetzt habe ich ein bisschen Schange und. Ich brauche erstmal einen Stack Stone hier. Stone. Ein Macerator. Maschinenblock. Zack, zack. Hier oben Flint und hier unten so ein Circuit und da habe ich einen Macerator einfach mal gecraftet. Zack. Ich mache mal die Sounds ein bisschen leiser, sonst hört man gar nichts. Ja. So, bei dem Regen, der ist immer so laut. Oh, Lohe. Der ist echt immer mega ätzend. So, jetzt kann ich das hier auf jeden Fall alles abbauen. Muss ich da nur noch ein bisschen verkabeln und dann läuft das auch voll. Wenn ich jetzt auch noch irgendwo ein paar Kabel hätte, wäre das auch ganz cool. Doch, die Lohn kommen da nicht irgendwie jetzt so hochgeflogen jetzt, aber ich glaube eher nicht. Hier, Kevin hat letztens irgendwie Dingskabel gemacht, ne? Mit irgendwie einer coolen Kombi, auch ohne Gold. Glasfaserkabel. Ach so, die kann man mit Silber. Ja, mit Silber, ja. Ach, mit Silber? Ja. Na nice, wie war das? Also ich muss jetzt hier, statt Gold, Silber, ne? Ja. Also Silber oder Iron? Silber. Silber brauchst du. Silber, da habe ich sogar was von. Hohohoho. Silber, Diamanten und halt Glas. Okay. Ja. Kann man ja eigentlich auch noch Electronic Circuits mit Refined Iron craften oder nur mit Force Ingots? Man kann es auch mit Refined Iron machen. Ah, dann kommt weniger raus, oder? Dann kommt weniger raus, weil durch diese Force durch diese Force Dinger kriegst du ja 2 raus. Ja. Was war das? Reinforce? Ne, das war kein Reinforce, das war Refined Iron, genau. Ich krieg gar keinen Strom mit meinen Solarpanels, Alter. Ja, es regnet, deswegen. Ach, dann. Es regnet. Kann man schlafen, zufällig? Also ich könnte schlafen.
Ich bin da gerade oben. Ja, warte. Okay, ich, geh ich mal schnell in mein Bett. Nee, wir können nicht schlafen. Oh, you can only sleep at night. So. Es ist nicht Nacht. Ach, letztens hatte mir der Trackers App eigentlich gesagt, bei Regen kann man immer schlafen. Das ja, geht gar nicht. Hat sich angelogen. Ja, der hat auch gerade so ein Problem. Weil sein PC ist irgendwie gerade ein bisschen am Abkratzen. Oha, das ist nicht gut. Ja, da kann er gerade keine Videos rendern und hochladen. Ne. Okay. Ja. Was hast du, Stefan? Nichts, nichts. Nichts. Okay. Wieso kann ich denn keinen Generator machen? Wo findet er keinen Generator? Ich habe mich nur gerade in dem Punkt gerade nur etwas geirrt. Bei mir ist nämlich gerade oben eine Lohe begegnet. Oh nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock zu. Sekunde mal. Warte kurz, ich muss kurz was gucken. Ah, das wird noch Spaß. Ich hätte das doch lieber in der Hölle bauen sollen. Ja. Ich falle, das wäre glaube viel sicherer wahrscheinlich. Weil wir hätten den Spawn einfach da lassen können, aber nein. Jupp, und manche. Ich glaube, um diesen Lohnspawner muss man immer alles richtig gut ausleuchten oder so. Da gab es irgendeinen Trick. Aber ich weiß nicht mehr so genau, welcher das war. Trick gab es immer dabei. Ja, das war gar nicht so schwer, glaube ich, aber ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ach man! Hallo, seid ihr noch da? Ja, ich bin noch da. Ich ja, bin gerade am Überlegen. Ja, ich habe meine Folge nicht gar nicht aufgenommen. Oh. Gar nicht, oder wie? Mm-mm. Das ist nicht so gut. Habe ich gerade gesehen. Ja. Heute ist einfach der Wurm drinne. Heute ist einfach der Wurm drin. Ich hatte auch gerade schon gedacht, ich nehme nicht auf, aber sieht gut aus. Also ich nehme auf. Ja, ich schau. Wollen wir dann einfach die Folge dann beenden und gleich noch eine aufnehmen? Ja, können wir machen. Alles klar, dann würde ich jetzt an dieser Stelle jetzt sagen, wir beenden den Part. Dem werke ich noch eine Folge auf hier, dass Bauer noch was hat. Genau. Ja, willst du noch was sagen oder so? Nö, eigentlich. Tschüss. Ja, dann ist es nicht alle Tage. Wir kommen ja wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.